Okay. So, hallo zur letzten Session-Runde für heute. Danach kommt nur noch die J-Otto-Verleihung und die Gewinnspielauslosung und dann natürlich noch gemütliches Beisammensein. Aber jetzt haben wir nochmal einen tollen Vortrag von Sebastian von IT Helps aus Österreich. Sebastian ist, soweit ich weiß, in den letzten Jahren immer großer Unterstützer des Joomla Day Österreich gewesen. Genau, er nickt. Also scheint so zu sein. War ich richtig informiert? Ja. Genau, und jetzt freuen wir uns auf deinen Vortrag über SEO mit Joomla 4. Cool. Dann vielen Dank, dass ich da sein darf. Hört man mich? Ja, man hört dich gut. Super. Ich versuche, meinen Bildschirm zu teilen. Sieht man den? Ja, sieht man auch. Super. Cool. Gut, also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Sebastian Prohaska, ich bin Inhaber einer Agentur in Wien und Tirol. Wir sind 30 Mann im Moment und das ist unsere wunderschöne Website, ist natürlich eine Joomla-Website. Also Joomla, also unsere eigene Website war eigentlich immer Joomla-Webseiten über 10 Jahre lang und das ist auch eine Leistung, die wir anbieten. Daneben eben ist Suchmaschinenoptimierung ein großes Thema bei uns. Und zwar, wir haben sozusagen ein paar Positionen, wo wir Platz 1 oder den Top 3 Positionen sein dürfen in Österreich, teilweise auch natürlich in Deutschland. Und genau, das berechtigt mich sozusagen ein bisschen. Bisher kenne ich mich aus im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Wir machen es fast täglich, auch ich selber bin ein bisschen nerdig in dem. Und genau, das ist unser kleines Team. Und genau, mein Bruder ist der zweite Inhaber der Agentur. Also es ist eine brüdergeführte Agentur. Und wer gerne mehr Infos haben mag oder laufende Updates, wir haben einen YouTube-Channel, wo einfach laufend ein bis zweimal die Woche Videos rauskommen zu verschiedenen Themen. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Gut, das, was wir da verwenden, ist ein Miro-Board. Die meisten kennen das vermutlich. Wer dieses Miro-Board, das ist so wie Präsentationen. Das heißt, wenn ihr das gerne haben wollt, schickt es mir gerne eine E-Mail. Dann schicke ich euch den Link zu diesem Miro-Board zu. Und dann könnt ihr so wie ich euch hier frei bewegen, dann, also nach dem Vortrag, und euch das alles in Ruhe dann nochmal anschauen. Genau. Bei Fragen sehr gerne zwischendurch. Ich glaube, das ist technisch ein bisschen schwieriger. Aber am Ende, ich habe nicht vor, ewig zu sprechen, ich stehe euch am Ende zur Verfügung für Fragen. Und ihr könnt mir jede Frage stellen, die ihr schon jemals einem SEO-Berater stellen wolltet. Also da keine Scheu davor. Gut, also es geht ja heute um das Thema Joomla und SEO. Wenn ihr nach Joomla SEO sucht, werdet ihr auch einen Blogartikel von uns finden. Der wurde erst abgedatet, allerdings noch für die Version 3. Wir werden das jetzt dann nach dem Vortrag auch mit den Version 4 Einstellungen, die wir halt empfehlen und unsere Erfahrungen mit dem Joomla-System sozusagen aktualisieren. Also lohnt sich auch da vorbeizuschauen. Da wir ja ganz, ganz unterschiedliches Wissen vielleicht im Raum haben, ist natürlich schwer hier herauszufinden. Ganz kurz mal Suchmaschinenoptimierungs-Basics, damit man sozusagen wir alle von dem gleichen Stand aus dem Vortrag weiter folgen können. Also in meiner Welt, das ist nicht 100% richtig, aber so ist so, wie ich die Welt sehe im Bereich SEO, geht es primär um 4 Bereiche, in denen wir gut sein müssen oder unsere Website gut sein muss, mehr oder weniger, damit wir in der magischen Google-Suchmaschine weltweit oder landesweit gut gefunden zu werden. Und diese 4 Bereiche ist eben die Technik, das heißt, wie gut ist meine Joomla-Installation und alles drumherum, wie gut sind meine Inhalte, da werde ich auch kurz was dazu erzählen, wie gut sind Verlinkungen von anderen Webseiten, das heißt Backlinks, da gab es auch einen tollen Vortrag am Vormittag, wenn es mich nicht täuscht. Und das Thema Userzufriedenheit. Das heißt, wie happy sind die Leute auf eurer Website, auf euren Webshop? Und nur diese 4, und das sind so die 4 großen Bereiche.
In Summe hat Google, ist immer schwierig, wir haben gerade 240 Kriterien so etwa im Auge. Das heißt, Google vergleicht jede Website aufgrund von 240 Kriterien und einer künstlichen Intelligenz. Ich simplifiziere hier in dem Vortrag auch sehr viel. Und ihr könnt euch aber diese Liste von 240 Punkten, und hier habe ich jetzt 12 aufgelistet, die wichtige 12, aber nicht alles, also das sind nur ein Teil natürlich, aber ihr könnt es euch wirklich vorstellen wie eine Checkliste. Also man schaut sich wirklich an, okay, Website A, Website B, 240 Punkte werden sozusagen überprüft und wer ist wo sozusagen besser. Es gibt ja nicht nur Ja oder Nein, sondern auch wer ist schneller, wer hat mehr Medien, also im Sinne von Bilder oder so, wer hat die bessere Domain, also tausend Sachen. Und all das führt am Ende des Tages, dass man eben in Google dann eine Position bekommt und im Idealfall eben die Position 1 bis 3. Ich möchte gerne diese grünen euch kurz, ganz, ganz kurz durchgehen, weil ich sie euch dann im Backend zeige, wo ihr das sozusagen konfiguriert, beziehungsweise nur teilweise, genau. Also, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, ganz, ganz, ganz am Anfang ist, das werdet ihr sicher schon öfters gehört haben, aber ich sehe das aus den häufigsten Fehlern noch immer, also auch bei Mitbewerbern und so weiter oder bei Kunden, die SEO selber machen und so weiter. Ich muss mir überlegen, mit welchem Suchbegriff möchte ich gefunden werden und muss entscheiden, wenn ich sage, ich möchte gefunden werden mit Tischlerei Wien, dann muss ich mir auch überlegen, okay, und auf welche Seite, also auf welchen URL möchte ich jetzt, dass die Leute kommen, wenn jemand eingibt Tischlerei Wien. Das kann die Startseite sein, das kann eine Unterseite sein, das kann ein Blogartikel sein. Der häufigste Fehler ist, nicht nachzuschauen oder sich zu überlegen, mit was für ein Keyword möchte ich gefunden werden, beziehungsweise zu überprüfen, sucht das denn überhaupt jemand? Aber das Zweite ist, Tischlerei Wien, entscheide ich mich dann, dieses Keyword nehme ich, das ist mir wichtig, damit will ich gefunden werden. Und das andere ist, welcher Inhalt kümmert sich darum? Was ist der häufigste Fehler? Weiß ich nicht was, wie baue ich einen Tisch zusammen? Das ist das, mit der ich gefunden werden möchte. Und ich schreibe 7 verschiedene Blogartikel darüber. Und das ist falsch, weil ich nur einen Inhalt auf meiner Website brauche und ein Keyword. Und das nennen wir auch Content oder Keyword Mapping. Das heißt, nicht mehrfach versuchen, mit mehreren Seiten ein Keyword-Ziel zu erreichen. Ich weiß schon, wahnsinnig kompliziert, vielleicht erklingend. Es wird aber einfacher. Wenn es mir nämlich klar ist, und ich zeige euch gleich ein paar Beispiele, weil ich finde es immer an Beispielen gezeigt, auch ein bisschen verständlicher. Aber es gibt da so 4, 5 Basics, die ihr total schnell machen könnt. Und das ist eben diese Überlegung, Suchbegriff und welches Ziel URL. Und dann müsst ihr dieses Keyword, für das ihr euch, oder diese Phrase, für das ihr euch entschieden habt, müsst ihr einfach an diesen Positionen in eurer Joomla-Installation sicherstellen, dass das vorkommt. Ich zeige euch gleich ein Beispiel. Also im URL, in diesem Title-Tag, dann gibt es diese Meta-Beschreibung, die ist deswegen in Klammer, weil sie genau genommen kein Google-Ranking-Faktor ist. Es entscheidet nur indirekt, ob jemand in der Google-Suche auf dein Ergebnis klickt. Also streng genommen kein Google-Kriterium, aber ich würde darauf auch immer anschauen, dass ihr eine Meta-Beschreibung habt und dass die einfach einladend ist. Dann habt ihr, sollte man eben eine Hauptüberschrift sein, das heißt auch in Joomla die H1, glaube ich, Header 1, und dass man eben nur eine H1 hat und dass in dieser H1 einfach das Keyword hinterlegt ist. Und das Letzte, was ein ganz kleiner, aber netter Hebel ist, ist, wenn ihr auf dieser Seite ein Bild hinzufügt, es muss nur bei einem Bild sein, sollte der Bildername, also Sebastian.jpg, sollte das Keyword enthalten, also Tischlerei-Wien-Sebastian.jpg. Schauen wir uns auf ein Beispiel an. Ich zeige euch unsere eigene Webseite, in den Blog hinein, weil wir schreiben nur Blogartikel, um ein Keyword zu, also um in Google gefunden zu werden. Also wir haben so eine riesige Liste an Keywords plus Blogartikel, welche, die wir immer wieder überarbeiten müssen, welche, die wir neu erstellen müssen und so weiter.
Und wenn ich jetzt so sage, okay, Keyword Recherche, kann ich euch sagen, sehe ich auch auf einen Blick, da hat mein Content-Team sich auf Keyword-Recherche gestürzt. Also damit wollen wir gefunden werden. Und ich habe hier in Google Chrome so ein kleines Plugin. Ich habe euch den Link ins Miro-Board hineingegeben. Ihr findet diese Tools dann da unten. Das Ding heißt SEO-Meter in One-Click. Das ist einfach ein Google Chrome-Plugin. Und damit, wenn ihr da drauf klickt, seht ihr einfach ganz, ganz eben diese wichtigsten SEO Bereiche oder Tags. Und jetzt überprüfen wir mal ganz kurz diese gelbe Liste. Das heißt, klarer Keyword-Ziel können wir jetzt nicht überprüfen, aber das müsst ihr mir glauben. Also die Keyword-Recherche ist das, was wir abzielen. Ihr werdet keinen anderen Blogartikel finden, der sich um Keyword-Recherche dreht. Das heißt, im URL haben wir Keyword-Recherche drinnen. Check. Im Title-Tag haben wir Keyword-Recherche hineingebracht. So klappt es auch für Einsteiger. Jetzt könnt ihr euch erinnern, Meta-Beschreibung, das war das in Klammer. Das heißt, da haben wir das Keyword eingebaut. Das ist kein Muss, aber wir haben einfach uns bemüht, dass das irgendwie ansprechend wirkt. URL, haben wir schon gesagt, ist Ding. Genau. Dann haben wir die Hauptüberschrift, die H1 ist bei uns die Keyword-Recherche. Es gibt, wie ihr seht, keine einzige andere H1 und wir haben das auch so H1, H2, H3 ein bisschen auch im Baum aufgebaut. Das könnt ihr ganz normal im Joomla-Editor machen. Bei uns sind die Blogartikel auch der Standard GCE-Editor. Nur die Seiten, da verwenden wir das Page-Builder-Frame, aber noch in der Joomla-Version 3. Genau, also eine H1 ist wichtig und in der H1 das Keyword. Und ich vermute, es gibt ein Bild da drin, nämlich dieses Header-Bild. Und das wird keyword-recherche.jpg heißen. Also ein einfaches Standard-Szenario oder ein Standard-Verfahren. Wenn ihr das mal richtig macht, macht ihr einmal viel. Also ich sehe diese Fehler, ist das die häufigsten Fehler, die ich finde. Und da, also wenn ihr das macht, dann wird es ja gut gefunden. Oder habt die perfekte Basis gefunden. Also wirklich nur 5 Sachen. Wenn ihr die ganz gut beherrscht, dann passt das. In der Technik ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, und das werde ich dann heute auch noch kurz erzählen, wie wir das lösen, ist eben, wir brauchen eine Sitemap. Joomla ist laut meiner Information, kann sie noch nicht selbst erzeugen. Also Sitemap ist einfach nur ein Dokument oder eine Unterseite, wo alle Seiten aufgelistet sind, simpel gesagt. Das Hosting ist sehr wichtig. Ich habe mit dem Sponsor des Joomla.de von heute, Mitwald, hoffe ich sage es richtig, noch keine Erfahrungen. Aber es ist natürlich wichtig, wo eure Joomla-Installation läuft und einfach wie schnell die ist. Also das hat auch viel mit dem Hoster zu tun. Egal wie sehr und wie sauber die Joomla-Installation ist, ist natürlich der Hoster da stark verantwortlich. Also das ist für mich so Hosting und Ladezeit. Ladezeit kann man natürlich tun. Ich spoiler schon mal, ich bin ein totaler Fan von JCH Optimize. Setzt man eigentlich überall ein seit Jahren und ist, glaube ich, für Version 4 schon available und ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und das letzte Kriterium, das ich euch kurz noch gedanklich mitgeben mag, ist, man muss sich immer überlegen, in welchem Land wollt ihr denn überhaupt gefunden werden? Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir auf der ganzen Welt gefunden werden wollen, deswegen diese .com-Domäne. Wir hatten früher eine .at und die Domäne beeinflusst ganz, ganz stark, ob ihr gefunden werdet oder nicht und in welchem Land. Also kurz gesagt wäre eine .de-Domäne, würdet ihr eine super Voraussetzung schaffen, um in Deutschland gut gefunden zu werden. Ihr hättet in jedem anderen Land massive Nachteile. Eine .com ist sozusagen neutral, das heißt, das hat nirgends Vorteile und nirgends Nachteile. Das Gleiche kann man weiterspielen mit einer .at in Österreich, die Vorteile in Österreich hat, aber überall anders Nachteile. Und das war der Grund, warum wir gewechselt sind, weil wir eben auch in Deutschland ein Büro aufbauen und auch in anderen Ländern. Und deswegen mussten wir auf die .com wechseln.
Sonderdomänen bin ich kein Freund davon, weil ich einfach in den Top 10 Ergebnisse, vor allem in Deutschland, ich sehe nur .de und nur .com. Es gibt kaum was anderes, was ich in diesen bei hart umkämpften Begriffen vorne sehe. Bitte Ausnahme bestätigen natürlich die Regel, irgendwie so sehr tech-spezifische oder Joomla.org. .org ist auch eine eher sehr neutrale Domäne. Aber das führt hier zu weit. Ich habe auch ein YouTube-Video dazu und könnt euch das gerne in Ruhe anschauen. Wie macht man das jetzt? Also der Blick in Joomla 4 hinein, aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin da jetzt auch kein super Vollprofi mehr, dass ich mir sozusagen jedes Update zwischen Joomla 3 und Joomla 4 angeschaut oder durchgelesen habe, eher so. Die Einstellungen habe ich euch alle gescreenshottet. Also einfach, wenn ihr Joomla 4 neu aufsetzt, dann sind sozusagen die Einstellungsmöglichkeiten sehr ähnlich geblieben, sage ich mal. Ähnlich bis gleich in meiner Ansicht. Das heißt, ich führe euch trotzdem kurz durch. Wir sind jetzt in diesem Bereich, okay, was sind jetzt so globale Einstellungen? Das heißt, Joomla 4 ist installiert und wir wollen jetzt eben globale Einstellungen durchgehen. Dann gehen wir hier, sind wir im Bereich, Global Configuration, das heißt System, Global Configuration. Dann komme ich hier bei Site in dieses Modul hinein. Überall, wo ich so ein blaues Post-it euch hinzugetan habe, ist das, was ihr euch eben anschauen solltet und für SEO relevant ist. Das heißt, wie ist euer Seitenname? Da kann jetzt am ehesten ist zum Beispiel, dass eben, wie man da dann sieht, das sieht man es auch im Reiter, das ist nämlich der Titel Firma Mustermann oder It helps me Joomla.de. Das ist deswegen wichtig, weil wenn ihr dann später die Titel, und das ist eine Empfehlung von mir, die Titel sind eigentlich optimalerweise von jeder Unterseite immer die Seite, um was geht, also der Page-Title plus der Brandname. Und wenn ihr da eben euren Brandnamen hinzufügt, also Firma Mustermann, und unten jetzt dann noch eine Einstellung hinzufügt, dann wird auf jeder Seite euer Firmenname hinzugefügt. So, das ist natürlich wichtig, dass euer Google natürlich auf die Installation zugreifen darf. Das heißt, das sollte immer auf Index Follow stehen, außer ihr wollt es wirklich absichtlich nicht. In diesem SEO-Teil haben wir eigentlich, ich habe es dann auch immer mit unserer Website verglichen, mit der It Helps, sind diese drei Optionen das Wichtige. Achtung bei der Option 2, wie sie auch hier richtig im Hinweis steht, müsstet ihr ja dann auf eurem FTP die HTAccess aktivieren, also das einfach umbenennen. Dann klappt das auch super problemlos. Und das, was ich vorher meinte, war eben, dass wir den Firmennamen, also Site-Name in Page-Titles, steht auf Non normalerweise, da bitte auf After oder danach oder so im Deutschen stellen. Dann generiert er eben, so wie hier, die Seite heißt Home und er macht immer ein Minus Firma Mustermann daran. Also ganz coole Option, so schaut das dann eben aus. Gut. Dann gehen wir weiter einfach auf System. Wir haben da einfach die Cachings von Joomla, die sind super ausreichend und wirklich toll. System Cache on Progress Caching haben wir da einfach aktiv. Ich glaube, da steht auch inaktiv bei der Standard-Installation. Und GZIP Compression aktiv. Aktivieren macht eigentlich auch fast nie Probleme und macht eure Website einfach super schnell und mit wirklich wenig Aufwand. Also das hat der Joomla auch macht schon viele Jahre einfach sehr gut. Gut, jetzt kommen, das waren die globalen. Jetzt gehen wir ja, wir haben ja drei Arten von Typen in einer Installation. Das heißt einmal den Menüpunkt oder immer alles, was in einem Menü verlinkt ist. Dann haben wir einmal eine Kategorie, wenn man das verwendet, und eben der normale Beitrag. Das Wichtigste ist, und ihr seid jetzt schon super geschult, wir müssen eigentlich Folgendes immer schauen. In Joomla ist der Alias immer der URL. Das heißt, wenn ich da Blog reinschreibe oder SEO-Blog, dann ist genau das, was man dann eben auch hier sieht. Also da habe ich gesagt, der Alias davon ist SEO-Blog. Das heißt, da beeinflusse ich den URL.
beim Menüpunkt, wenn ich da einen geöffnet habe, das war eben der Blog-Menüpunkt, unter Page Display kann ich den Titel ändern und im Bereich Metadata kann ich eben diese Meta-Beschreibung hinzufügen. Und da ist jetzt nochmal das mit dem Alias. Die H1 mache ich natürlich im normalen Texteditor von Joomla, das habe ich jetzt gar nicht gescreenshottet, aber ich glaube, das kriegt man relativ gut hin. Und wenn ihr diese vier Sachen schon erledigt habt, dann ist das, es klingt simpel, aber also ich habe jetzt mehrere Webseiten angeschaut, auch viele Joomla-Webseiten, und da scheitert es immer meist an diesen einfachen Dingen. Kategorien optimieren, das heißt, wenn ihr im Blog natürlich eine Kategorie habt, die sehr, sehr wichtig wäre, ich habe da jetzt so eine dann mit SEO-Tipps, dann habe ich eben, nimmt ihr mir auf der einen Seite, ist das eben mein Titel, den ich hier beeinflussen kann, oder hier eben diese Meta-Beschreibung. Genau, also wir haben hier Titel, URL, Meta-Beschreibung und die H1, das ist ein bisschen komplizierter, beziehungsweise immer anders auch. Stimmt wahrscheinlich nicht, in der Standardinstallation hätte ich es wahrscheinlich auch gefunden, wo man bei einer Kategorie das H1 hinzufügt. Das ist mir hier, aber habe ich anscheinend übersehen. Beim Beitrag habe ich, das war jetzt ein Blogbeitrag, ein Artikel, der hat zum Thema Typografie. Das ist aus den Demo-Daten bei Joomla 4, das kann man wirklich cool, mit einem Klick hat man einen Demo-Daten als Blog drinnen. Und auf jeden Fall hat man hier gleiches Thema wie der Alias und Titel. Das heißt, die zwei sollten eigentlich besser harmonieren. Ich habe auch die Möglichkeit, das Intro-Bild natürlich da hochzuladen und auszuwählen. Das heißt, hier würde ich dann das ja nennen, haben wir schon gelernt, seotip.jpg würde das da hochladen. Das ist eine Option, das heißt, dieser Alttext, dass ich das sozusagen hier beschreibende Wörter hineinschreibe, halt mit dem, was ihr gefunden werden wollt oder was man darauf erkennt. Es hat ja auch für Barrierefreiheit meines Wissens her einen Vorteil, weil wenn jemand ein bisschen unterstützende Software verwendet, dann wird manchmal statt ein Bild, werden ein Bilder manchmal vorgelesen und dann wird auch dieser Alttext genommen. Aber auch für SEO ist das gar nicht so unwichtig. Der Dateiname des Bildes ist aber, wie gesagt, hier wichtiger. Unter Publishing sehe ich dieses ganze Thema, wer ist der Autor? Das wird im SEO-Bereich auch immer, immer wichtiger, ist aber ein ganz anderes Thema. Ich habe hier eben die Meta-Beschreibung. Also Meta-Beschreibung ist es hier, der Rest wird automatisch ausgefüllt oder ist automatisch da. Das da ist dieses Index-Follow, was ganz vorne von den globalen Einstellungen hergenommen wird. Und hier dieser Bereich Keywords, den könnt ihr grundsätzlich ignorieren. Also grundsätzlich heißt zu 99,99%, weil Google das seit über 10 Jahren ignoriert. Es gibt nur ein paar andere Suchmaschinen, aber allerdings geht es hier um Preissuchmaschinen, die manchmal noch die Keywords beachten, aber alle großen Suchmaschinen verwenden die Keywords gar nicht mehr, das könnt ihr euch sparen. Das ist sozusagen Kategorie, Artikel und Menüpunkte. Das ist sehr, sehr contentseitig natürlich. Und jetzt komme ich zu ein paar Plugin-Tipps beziehungsweise Problemchen, die Joomla und SEO so ein bisschen haben, die man aber sehr, sehr gut eigentlich umgehen kann. Ich beginne aber grundsätzlich mal mit den Tools, die ich euch empfehle. Das sind jetzt keine Joomla-Tools, sondern eben nur ein kleiner Auszug, also das war dieses Google Chrome Plugin, dass ich eben eine Website schnell hier wichtige Daten sehe. Mit GT-Matrix ist für mich eine gute Metrik oder für uns, dass wir eben Ladezeit uns ein bisschen anschauen. Aber im SEO-Profi-Bereich ist eben der Screaming Frog, das ist ein SEO-Tool, ein sogenannter Crawler. Das heißt, den könnt ihr euch herunterladen. Das ist ein Tool, das man sich herunterlädt. Keine Angst, Installation ganz, ganz einfach. Und danach öffnet sich das, ich kann es euch da noch kurz zeigen, und könnt jetzt jede Website der Welt eben überprüfen lassen von dem Ding. Und der überprüft dann eben eine Webseite, lassen wir dabei gleich auch eine laufen, nehmen wir gleich die hier. Da übrigens domäne.online ist mega fancy, passt zum Thema mega gut, für die Suchmaschine ein bisschen schwierig. So, der geht jetzt los, geht eben auf diese Seite und der
schaut mir jetzt eben solche Dinge an. Ich habe da einfach mehrere Tabellen. Er schaut mir an, okay, wie sind diese Titles? Schaut, da sehen wir jetzt sehr vieles, was wir eben uns vorher angeschaut haben. Also scheinbar ist von der Joomla-Installation, Joomla Day Dach Online 2021 ist sozusagen dieses Brand. Das war da vorher in dieser Hauptkonfiguration. Okay. Beziehungsweise ist das auch das mit Bindestrich, das heißt diese Einstellung danach oder after. Dann haben wir da sehr viele Seiten ohne Metabeschreibungen, was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber schon vollständigerweise sinnvoll wäre. Weil natürlich, mit was könnte Joomla Day Online gern gefunden werden wollen? Zum Beispiel mit den Namen der Speaker. Also, wo ist der einen? Zum Beispiel die Nadja Lamisch. Wenn man das natürlich diesen Namen in Google eingibt, wäre natürlich cool, wenn dann immer dieser Joomla Day kommt. Genau. Und da fehlt uns halt eben eine Metabeschreibung oder eben die Hauptüberschrift sofort. Die Hauptunterschrift bei den Sprechern heißt immer unsere Sprecher und nicht der Name des Sprechers und so. Also wir sehen auch hier, bitte überhaupt kein Vorwurf, gell, das ist, überall gibt es Verbesserungen. Danke, 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 dass ihr das macht. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, gell. Das ist einfach, was einfach öfters passiert. So, das war der Screaming Frog. Das ist bis zu 200 oder 500 URLs gratis. Das heißt, das ist ein echt tolles Tool, um eure Joomla-Installation einfach in einer anderen Form euch mal durchzuschauen. Und ein tolles Tool. Genau. Profis arbeiten eigentlich nur mehr damit. Genau. So, was habe ich vergessen? Nein. Joomla 4 bzw. Joomla 3 Plugins. Und das sind so zwei Problemchen, die Joomla noch hat. Sozusagen State of the Art nicht gelöst oder nicht gelöst oder ich weiß es nicht, das kann ja auch sein. JCH haben wir schon besprochen, das heißt JCH ist einfach zur Speed-Optimierung. Ich weiß gar nicht, ob es eine Gratis-Version gibt. Das Geld ist auf 1000-mal wert. Es installieren, dann kann man sagen, okay, ultraschnell oder mittelschnell und man testet sich ein bisschen durch. Das ist auch, glaube ich, für einen Laien sehr stark einsetzbar. Und jetzt kommen wir zu zwei Problemchen, das aus meiner Sicht Joomla hat. Das eine ist eben diese magischen Sitemaps. Das heißt, Google liebt diese Sitemaps. Also bei jeder Website der Welt sollte man eben /sitemap oder /sitemap.xml eingeben und sollte dann eben auf so eine Liste kommen an URLs von der Webseite, in diesem Fall jetzt It Helps. Also einfach eine Auflistung, also wir haben 187 Seiten. So. Joomla hat ja eine Logik, eine URL-Logik, es gibt so Component-Links oder auch manchmal auch so Links mit Nummern dran, wenn ihr das gesehen habt, also irgendwie so SEO-Tipps-32, also dass die Nummern mal dran waren und so. Und das hat mit diesem Core zu tun, man versucht es mir immer wieder zu erklären, aber es ist eben ein Feature, das uns im SEO ein bisschen ein Problem macht. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele URLs für den gleichen Inhalt und das will ich nicht. Und da haben wir eben zwei Möglichkeiten, um so eine Sitemap zu erstellen. Ich würde euch natürlich eher empfehlen, das über ein Joomla-Plugin mal zu lösen. In der Joomla 4-Welt habe ich, das haben wir früher eingesetzt, das ist Amy Sitemap, das ist schon Joomla 4 fähig. Das installiert man und dann wird das automatisch erzeugt. Ich würde halt drauf schauen, ob diese Liste auch wirklich passt und eben solche Doppelinhalte nicht vorkommen. Wir haben uns entschieden, einen anderen Weg, und zwar wir verwenden eben dieses pro-sitemaps.com. Übrigens, ich verdiene jetzt bei niemandem ein Geld, wenn irgendwie ihr diese Tools verwendet. Das ist wirklich nur Erfahrung. Also das ist eine externe Sitemap-Service, kostet irgendwie 4 Euro im Monat. Ich weiß es jetzt nicht irgendwie so. Auf jeden Fall ist das ein externer Crawler, der jeden Tag auf die Website geht, überprüft, was für URLs gibt und daraus dieses Ding erzeugt. Was ist der Unterschied? Gibt es irgendwie Joomla-URLs, so Components oder so interne Systemlinks, dann sieht der die gar nicht. Beziehungsweise ich kann ihm eben sagen, bitte nimm keine Tags oder einen Autor-Link und so weiter. Diese Dinge ignoriere bitte. Also ich kann da einfach gut steuern, aber eben von außen.
Und genau, das ist das, was wir einfach in unserer Installation gerade verwenden. Das letzte Thema, was bei Joomla auch ein bisschen noch ein Problem war, was leider in 4 auch nicht, sozusagen State of the Art, das ist wahrscheinlich ein hochkomplexes Thema, hier sind Canonical Links. Also idealerweise gibt es im Code eine weitere Zeile, der heißt Canonical, der Canonical URL, der sozusagen sagt, ob ob dieser Inhalt ein Duplikat von etwas ist oder nicht. Also ein Beispiel, beim Webshop ist irgendwie logischer. Ich habe irgendwie das T-Shirt blau und genau das gleiche Modell, also machen wir mal T-Shirt blau, Größe 32 und Größe 33. So, dann sind ja die Inhalte davon völlig ident. Also ich weiß schon, das Größe ändert sich gerade noch, aber 99,9% der Inhalte von 2 verschiedenen Produkten ist ja komplett ident. Und mit einem Canonical sage ich, liebes Google, ich habe jetzt das T-Shirt eben in 8 Größen, nimm mir bitte nur die Größe 32 als Original und die anderen sind Duplikate davon. Hat noch mehrere Einsatzzwecke, aber das ist es im Großen. Und wenn ich den Canonical nicht setze und Joomla hat standardmäßig keinen, also wenn SEO Block ein Original ist, dann verweist der einfach auf sich selber. Schauen wir uns das kurz bei It Helps an. Ich möchte übrigens hoffentlich ein paar gute Sachen auch abschauen, gerne analysieren. Ich hoffe, wir machen vieles richtig. Also der Block zeigt einfach wirklich ganz genau auf sich selber. Das heißt, ich sage Google, das da ist ein Original. Also es gibt hiervon keine Kopie. Könnte ja nämlich eine Kopie sein von einer Kategorie. Was ist jetzt das Problem für Google? Wenn ich das nicht setze, dann könnte Google sagen, du hast in Joomla eine Kategorie A, SEO, und deine Blogübersicht generell schaut wahnsinnig gleich aus. Ich sage einfach, das ist ein Duplikat und entscheide selber, was sind Duplikate. Und immer wenn eine Maschine versucht, selber Logiken und so zu verstehen und selber Entscheidungen zu treffen, können die auch mal falsch sein. Und das ist echt ein Problem, dass man eben ohne diese Canonical gesetzt. So. Also ein gewisses Sonder- und Spezialthema, aber wir können das eben lösen in der Joomla 3-Welt. Leider eben erst, also in der 4 noch nicht möglich, haben wir eben dieses von managedcms.com. Auch da kriege ich kein Geld. Wir verwenden es nur halt wirklich seit Jahren. Es funktioniert wahnsinnig stabil. Das installiert man, kann so eine Konfiguration einstellen und das funktioniert. Leider eben nur mit Version 3 aktuell. Davor hatten wir Amy Canonical. Auch hier bekomme ich kein Geld. Und das hat eben davor ganz gut funktioniert. Jetzt mit der Version 4 aber noch keine Erfahrung. Aber wenn SEO ein wirklich wichtiges Thema ist, muss man sich mit Canonical und mit diesem Sitemap einfach beschäftigen. Wenn ich was nicht erklären konnte oder ihr einfach noch eine Frage habt im Detail oder vielleicht auch in eurer Installation, dann stehe ich euch jetzt zur Verfügung oder sehr, sehr gerne auch danach. Ich blende noch einmal meine E-Mail-Adresse an. Ihr könnt mich aber auf jedem Kanal der Welt gerne anschreiben. Ich bin da sehr, sehr wissens- und tathilfsbereit, solange das halt meine Zeit erlaubt. Und sagt einfach Bescheid, wo ihr ein Thema habt. So, das war mein Teil des Vortrags. Wenn ihr eine Frage habt, die ihr euch schon immer einen SEO stellen wolltet, es gibt keine dummen Fragen, es ist nicht nur ein blöder Spruch, sondern ich sehe das wirklich so, dann einfach gerne raus damit. Vielen Dank, Sebastian. Also wenn ihr Fragen habt, dann kommt doch zu uns einfach auf die Bühne, dann könnt ihr sie gerne stellen. Wenn nicht, auch alles okay. Dann auch vor allem Dankeschön. Ja, sehr gerne, bitte. Also du meinst, es ist wirklich auch sinnvoll, Bilder, die jetzt zum Beispiel schon vorhanden sind und auch schon indexiert sind, trotzdem nochmal alle umzubenennen und die Keywörter mit zu integrieren. Genau, also auf einer Seite sollte mindestens ein Bild das Keyword im Dateinamen haben.
Das muss man ja dann meist nochmal hochladen oder beziehungsweise eben andere Mittel finden, um das umzubenennen. Am idealsten macht man einen Redirect vom alten Namen auf den neuen, dann habe ich überhaupt kein Problem. Bilder-SEO ist ehrlich gesagt kein Spezialthema von mir, obwohl ich das schon seit Jahrzehnten mache, aber das, da ist keine Kraft mehr drinnen, somit ich weiß nicht, wie kräftig das ist. Bei den meisten Projekten von uns eben nicht und deswegen machen es die meisten ohne Redirect. Okay, nein, weil ich hatte einen Kunden, der wollte das nämlich genauso, oder die SEO-Agentur hat dann gesagt, wir benennen alle Bilder um und wir machen Redirects auf die Bilder. Ja. Und ich dachte mir, ob das wirklich den Aufwand wert ist, weil das war eine WordPress-Seite. Ja. Und WordPress legt verschiedene Versionen oder Größen eines Bildes an. Ja, ja. Sprich, ich war eine ganze Weile beschäftigt. Ja, ja, ja. Ob es der dann, Hebel ist, ist echt eine Frage. Und das ist echt im SEO bei diesen 240 Kriterien ein Hauptthema. Also wenn, wir sehen ja hunderte SEO-Checks auch von anderen Agenturen und die einfach das nicht den ganzen Tag machen wie wir. Und da kommen dann so Empfehlungen raus wie, weiß ich nicht was, wir sollten den Alttext bei Bilder hinzufügen oder wir sollen einen Schriftzug fett markieren. Oder ein Online-Shop-Kundin hat 10.000 Meta-Beschreibungen geschrieben, über Monate lang. Das hat gar keinen Effekt gehabt. Weil die Frage ist ja immer, soll ich meinen Altbestand, meine alten Bilder überarbeiten und 10.000 Bilder bearbeiten? Nein, auch das nicht in Dateinamen. Aber sollte ich es auf meinen 5 wichtigsten Seiten oder sollte ich bei jeder neuen Seite es richtig machen? Dann ja. Weißt du, was ich meine? 10.000 Seiten würde ich das nie machen. Also, also es waren eine ganze Menge Seiten, wo ich das gemacht habe, bei Bildern, die eben schon länger da waren. Aber jetzt, klar, bei neuen Bildern, wenn man es weiß, dass man es dann dementsprechend leicht vorbereitet und macht, Oder wenn man es das nächste Mal einen Artikel anlegt, dass man so eine Checkliste hat und sagt, okay, immer wenn ich einen Inhalt angreife, dann beachte ich das gleich mit und dann tue ich das mir an. Das kann schon sinnvoll sein. Wie gesagt, es beginnt eigentlich beim Keyword-Fokus, weil die Frage ist, finde ich denn überhaupt 10.000 Keywords für jede Seite? Ich kenne kein Projekt, das 10.000 Keywords hat, außer Zalando und so. Also ich habe meistens 100 Ziele oder 10 Ziele nur. Das heißt, 10 Seiten greife ich an. Also das nicht jede Seite müsste das dann haben. Also das ist echt, SEO ist dann nicht für jedes Projekt und nicht für jede URL wichtig, sondern eben nur für ganz bestimmte. Und Entschuldige, was empfiehlst du dann für einen Aufbau des Namens, nenne ich es mal, von einem Bild? Also sprich, sollte der Seitenname, also beziehungsweise was weiß ich, wenn es eine Firma ist mit irgendeinem Branding, sollte dann der Firmenname auf jeden Fall in dem Bildnamen enthalten sein? Oder ist es dann wichtiger zu sagen, okay, man nimmt das Keyword und beschreibt, was auf dem Bild ist? Das ist dann also wichtiger, als dass der Name dran ist. Genau, also der Firmenname, also ihr werdet immer mit der Zeit, jede Installation wird mit der Zeit gefunden mit seinem Namen. Das heißt, so dass auch SEO beschäftigt sich ja eher damit, mit Begriffen gefunden zu werden, wo man euch noch nicht kennt oder uns noch nicht kennt. Das heißt, wenn wer Joomla sucht, dann will der Joomla finden. Aber ein CMS-System ist aber eben was anderes. Und deswegen brauche ich den Brandnamen in den Bilderdateien eher nicht, weil meist habe ich Logo, das heißt sogar so dann It Helps Logo, JPEG und das ist überall eingebunden und so. Da gibt es so viele Signale beim Brandnamen, das brauche ich nicht. Also so wie bei unserem Blogartikel, da hat es bei Keyword-Recherche das Titelbild geheißen keyword-recherche.jpeg, das war's. Auch nicht super spammy, straight, genau ein Bild, die anderen Bilder waren nur beschreibend irgendwo, Screenshot, Google, AdWords, 1, JPEG und so. Also beschreibend sein, was eben verhindert werden soll, ist es nennen, zu nennen, 315.jpeg. Da verspielt man einfach Chance. Ja. Super, vielen Dank. Ich danke euch. So, ich glaube, es kommen keine Fragen mehr ansonsten. Ich sehe zumindest sonst niemanden hier bei uns auf dem. Da kommt der Pierre. Hast du noch eine Frage? Dann müsstest du noch ein bisschen weiter zu uns kommen. Okay. Bitte, Pierre. Hallo. Ja. Hallo. Ja, eine Frage: Wie viele Keywords, also okay, wie viele Wörter kann man eigentlich
benehmen. Also ich kann ja nicht sagen, ich möchte nur Webdesign oder ja. Ich möchte nur Joomla. Also wie viele kann ich nehmen? Kann ich 2 oder 3 ohne Problem? Mhm. Also wenn du jetzt dir das in einer Liste vorstellst, sagen wir mal, unsere Core-Leistungen sind, oder ja, ich sage mal ein paar Keywords, wo wir Core-Leistungen haben. Das heißt, wir sagen, wir sind SEO, wir machen Joomla, wir machen Webdesign. So 3 Themen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, also auf eine Website ist grundsätzlich jetzt nicht limitiert. Du kannst jetzt tausende Keywords versuchen zu erreichen. Jetzt ist nur die Frage, passen die thematisch zueinander? Das heißt, wenn jemand im Internet nach Joomla sucht, kann ich ihm dann eine Seite zeigen und diese eine Seite kümmert sich um SEO, Webdesign und Joomla, oder mache ich 3 draus, 3 Seiten? Also diese Entscheidung ist eher das Thema. Und aber das Keyword SEO und das Keyword Suchmaschinenoptimierung, das stimmt jetzt nicht, also das Keyword SEO Wien oder SEO Agentur Wien und SEO Agentur, das würde ich auf eines geben und auf einen URL. Das heißt, beide Ziele würde ich auf einer URL mich entscheiden. Aber eben Webdesign und SEO, es hat schon miteinander zu tun, aber da würde ich mich wirklich auf 3 URLs dann entscheiden. Mhm. Und genau. Ja. Okay. Beantwortet das die Frage? Ja, danke. Super. Ja. Okay. Danke dir fürs Vorkommen. Vielen Dank. So, noch jemand? Steffen. Der Steffen kommt noch. Du musst noch ein bisschen weiterkommen, Steffen, auf die Bühne, damit wir dich sehen können und hören können. Mhm. So, du müsstest noch deine Kamera und dein Mikro anschalten. Ja, mache ich logisch. Hallo. So, jetzt. Hallo. Eine Frage hätte ich, wird unterschieden zwischen einem Webprojekt, was über eine Subdomain präsentiert wird, zu einer Domain? Ja, ganz klar, ja. Also Subdomains, ich glaube, der Joomla Day ist ja auch eine Subdomain, genau. Dach.joomladay.online ist für Google was anderes als www.joomladay.online und ist was anderes als blog.joomladay.online. Das heißt, das ist für Joomla, für Google wie 3 Installationen getrennte Domänen. Also ganz hart jetzt formuliert in kurz, ja. Mhm. Ja? Ja, das, danke. Also das ist ein großer Fehler, wenn man Blogs irgendwie betreibt oder wenn man irgendwie 2 Systeme hat oder so, dass man gern das macht, blog.webseite.com. Und die große SEO-Kraft und die einzige Änderung ist, ich gebe es in ein Subverzeichnis, weil dann ist es das Gleiche. Also wenn ich sage jetzt joomlad.online/blog oder joomlad.online/Sebastian, das wird auf eine Installation interpretiert und beide profitieren von der gemeinsamen Sichtbarkeit. So wäre es getrennt. Also Subdomains sind extrem unüblich im SEO. Das hat jetzt irgendwelche Logins, macht dort Sinn, oder Dinge, die ich im Google-Index nicht haben will, oder Risikominimierung. Solche Dinge machen als Subdomain Sinn. Ja, jetzt habe ich das endlich mit der Kamera. Ja, sehr gut. Ja, weil ich habe ja 2 Kameras. Ja, ja, okay. Und ich habe das nicht mitgekriegt, dass die Auswahl noch da stand. Nee, danke, das hat mich schon die ganze Zeit immer. Das ist immer so ein bisschen. Ein Reibungspunkt gewesen, ja, Subdomain wird schlechter bewertet als Domain. Ja. Ich habe mir das immer nicht vorstellen können, wenn man sagt, ja, wieso? Das eine ist ein Webprojekt wie das andere. Ja. Na, ist wirklich ganz, ganz klar. Ein super toller Hebel, das einfach umzusiedeln und dann wird man mit viel Sichtbarkeit belohnt sofort. Alles klar. Dann danke ich. Danke fürs super Vortrag. Vollkommen. Schönen Dankeschön. Tag noch. Danke, danke. So, dann ist hier noch die Christine. Hallo Christine. Was hast du für eine Frage? Hallo? Christine? Aha. Ja. Gut. Keine Frage? Oh, sie ist vorne. So, ja. Sonst noch jemand? Weil ansonsten
würden wir hier Schluss machen und mit der J-Otto-Verleihung weitermachen. Jetzt weiß ich nicht, der Kiki ist noch nicht da. Kiki, bist du schon hier irgendwo? Kaino ist gerade gekommen. Sonst komm doch mal hier auf die Bühne, denn soweit ich weiß, machst du jetzt hier unsere J-Otto-Verleihung. So, dann bedanke ich mich und dir vielen Dank für den tollen Vortrag und noch viel Spaß. Dankeschön, ciao. Ciao. So, wen haben wir hier?